Hey Leute, ja, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute geht es um ein Tag-Video zu dem Thema Fortsetzungen. Ja, ich wurde getaggt vom lieben Big S. Auf jeden Fall ist ein Link unten in der Videobeschreibung. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Er ist wirklich ein cooler Typ und macht gute Videos, also schaut vorbei. Ja, worum geht's genau? Es geht darum, dass man mal ein bisschen so ein paar Spiele zeigt, wo man sich eine Fortsetzung wünscht, wo es aber, glaube ich, noch nicht mehr als zwei gibt und nichts angekündigt ist oder so. Aber dazu muss ich sagen, habe ich die Kritikpunkte etwas geändert. Zum Beispiel das mit dem, ja, also bei meinen Spielen hier gibt es auch welche, wo es schon mehr als zwei Teile gibt, aber wo ich trotzdem mal ein Wort dazu sagen möchte. Ja, ich hoffe, das ist da nicht ganz so schlimm, aber naja, ich habe mir halt mal ein paar Spiele rausgesucht, die, wo ich mal einfach was dazu sagen will, dass ich mir eine Fortsetzung wünsche oder warum auch nicht oder wie auch immer. Und hoffe, ihr habt Spaß dabei und ja, fangen wir auch mal an. Das erste Spiel ist auch gleich eines der Spiele, wo es schon mehr als zwei Teile gibt, nämlich Streets of Rage für den Sega Mega Drive. Hier jetzt der dritte Teil. Ja, ich wünsche mir schon ewig lange ein Streets of Rage 4. Warum gibt es das eigentlich nicht? Ich weiß, dass es ein Streets of Rage Remake für PC gibt und man sich das herunterladen kann und man sich das auch modden kann und so weiter. Aber ich will einfach ein richtig neues Streets of Rage 4 für die Konsole. Am besten für eine neue Dreamcast-Konsole oder Sega-Konsole. Das wäre natürlich am besten. Ja, wünsche ich mir schon ewig lange. Was ist Streets of Rage? Man sucht die Charakter aus, man prügelt sich durch die Level, hat Spaß dabei und es ist einfach genial. Ich liebe die Musik, ich liebe das Gameplay, die Soundeffekte, die Grafik, alles ist brillant. Ich spiele das so oft, das glaubt ihr gar nicht. Und ich liebe es, also ja, ich wünsche mir einen vierten Teil. So viel erstmal zum ersten Spiel. Ja, das zweite Spiel ist ein Spiel, wo es sogar nur einen Teil gibt, wenn ich mich da nicht irre. Nämlich Mii Schiff Makers fürs Nintendo 64. Ja, das ist ein Spiel, welches ich damals in meiner Kindheit gespielt habe, weil ich es da mal bekommen habe oder so, weiß ich nicht mehr. Und ich habe es wirklich geliebt. Ich fand es absolut toll. Es ist so ein Jump'n'Run und man spielt ja halt Maria heißt sie, glaube ich, so ein Robotermädchen. Und der Professor, der dich da entwickelt hatte, glaube ich, der ist da entführt worden und den musst du halt zurückholen. Und ja, das hatte sehr coole Bossgegner, tolles Gameplay, auch tolle Musik, tolle Grafik. Und ja, was fand ich hieran so besonders toll? Also, es hat einfach eine Menge Spaß gemacht, sich dadurch die Level zu, ja, begeben. Und es war halt immer, dass alle Blöcke und alle Gegner hatten immer dieses Gesicht, dieses traurige, rote Gesicht, so ganz komisch. Sieht man ja hier auch, hier zum Beispiel diese ganzen Blöcke, wo man rumläuft. Und ja, man konnte auch viel machen. Man konnte die Gegner nehmen, man konnte sie schütteln, man konnte sie werfen und darum ging das Spiel auch. Also es war jetzt nicht so, dass du auf Gegner springen musst wie bei Mario oder so, sondern du musstest die Gegner halt nehmen und irgendwo hinwerfen oder irgendwas aufeinander werfen oder eine Pistole aufnehmen, die dann schießt, so, oder so ein Eierwerfer gab es, glaube ich, auch noch und so weiter. Und dann gibt's halt auch so Rätsel, da hast du dann so ein Rad, da musst du dich da an die eine Kugel hängen, musst sie halt mit deinem Turbo oder so wegziehen, damit sie länger wird und dann kannst du euch wieder oben weiter oder so und auch Sachen drehen und so weiter. Also es hat mir immer eine Unmenge Spaß gemacht. Ich finde das Spiel absolut toll. Und es wäre echt schade, wenn es dazu nie wieder was geben würde. Also hierzu mal so ein neuer Teil wäre wirklich sehr, sehr cool. Würde ich mich freuen. Und ja, ich weiß nicht, wer von euch das Spiel jetzt kennt, aber ich finde es absolut toll. Ja, so viel dann auch mal dazu. Das nächste Spiel ist auch ein Spiel, wo es ja schon mehrere Teile gibt. Aber ich sage euch gleich auch warum, was ich meine. Es geht nämlich um Donkey Kong 64. Ja, Donkey Kong Country für Super Nintendo war absolut toll und dann haben sie auch einen neuen Teil gemacht für die Wii, Donkey Kong Country Returns. Jetzt würde ich mir noch wünschen, dass sie einen Donkey Kong 64 Returns machen. Das würde ich absolut cool finden. Es gibt zwar, glaube ich, welche, die den Teil hier nicht so toll finden, also ich finde zwar den Country Teil jetzt auch besser als den hier, aber das heißt nicht, dass der hier schlecht ist, der ist absolut toll. Ich finde, das ist ein richtig gutes Jump'n'Run, wo es halt auch, was halt ein bisschen anders mal ist als bei Banjo-Kazooie oder Mario, weil du hier halt wirklich fünf Affen hast, die du spielen kannst, mit denen du auch in jedem Level spielen musst und der in jedem Level auch seine eigenen Bananen und so weiter da finden muss und so weiter. Da hast du wirklich eine Menge zu tun und ich find's absolut toll. Ich liebe dieses Spiel. Es macht sau viel Spaß und dazu mal was Neues wäre auch absolut toll. Ja, so viel dazu. So, was habe ich hier noch? Dann habe ich hier auch ein Spiel, wo ich auch gerne mal ein Wort drüber verlieren würde, nämlich Diddy Kong Racing. Ja, es gibt diesen Teil und es gibt ein Remake auf dem DS, welches aber nicht so gut sein soll wie das hier. Weiß ich nicht genau, habe ich nicht gespielt.
Ja, ich würde hierzu, würde ich das absolut cool finden, mal was Neues zu sehen. Weil es ist halt meiner Meinung nach so im Einzelspieler besser als Mario Kart, finde ich absolut toll. Ich liebe das Spiel, ich spiele es sehr oft und immer wieder. Aber es wäre einfach mal schön, dieses Spiel zu spielen mit neuen Leveln. Das wäre absolut geil. Also, ich weiß nicht, vielleicht kommt ja mal sowas für die Wii U dann raus. Man weiß es nicht, aber ja, wäre ich absolut dafür. Eins meiner Lieblings-Funracer-Spiele und finde ich absolut toll. Und die Maus ist am besten. Ja, so, dann habe ich hier noch ein N64-Spiel, wo ich auch ein bisschen sagen muss, was ich damit meine. Nämlich Banjo-Kazooie. Ja, es gibt schon drei Teile. Es gibt Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie und Banjo and Kazooie Nuts and Balls oder so für Xbox 360. Ja, den Xbox-Teil habe ich mir nie angetan, nie gespielt und der soll ja auch nicht so gut sein und auch ganz anders sein mit Auto basteln und fahren, keine Ahnung. Ja, ich wünsche mir aber ein Banjo-Tooie. Das habe ich damals schon immer gesagt, dass das nächste wahrscheinlich so heißen wird und dann kam ja leider keins und naja. Ja, ich würde mir auf jeden Fall einen dritten Teil davon wünschen, der auch wirklich auch so wieder aufgebaut ist wie ein Jump'n'Run mit Sachen einsammeln durch die Level und so weiter. Wäre absolut geil. Ich finde den Teil und Tui sehr, sehr gut. Tui habe ich leider im Moment nicht. Muss ich mir unbedingt mal holen. Aber ich habe beide gespielt und beide durchgespielt. Absolut geile Spiele. Und ein dritter Teil wäre absolut awesome. Würde ich mir sofort holen. Und ja, den Xbox-Teil lasse ich mal weg aus dieser Reihe. Ja, so, das waren jetzt auch die N64-Spiele. Und jetzt habe ich hier noch anderes. Da haben wir nämlich sogar ein Wii-Spiel. Und das heißt Super Mario Galaxy. Ja, es gibt Galaxy 1 und 2 und es ist noch kein dritter Teil angekündigt. Ich wünsche mir aber einen dritten Teil. Ich muss dazu mal Folgendes sagen. Damals, als das rausgekommen ist, da habe ich eigentlich gedacht, dass es nicht so gut sein wird, weil man halt nur auf diesem kleinen Planeten da so rumläuft und wusste ich nicht so. Aber dann habe ich es mir geholt und gespielt und fand es wirklich sautoll. Es hat so viel Spaß gemacht und es war auch an der einen oder anderen Stelle etwas frustrierend und nicht so leicht. Und auch das ist sehr gut. Und ich wünsche mir auf jeden Fall einen dritten Teil. Ich hoffe, da kommt noch mal was. Von mir aus auch für die Wii U dann. Und wäre absolut cool. Ich finde die beiden Spiele richtig klasse. Und ja, ich würde mich über einen dritten Teil sehr freuen. Oder auch von mir aus ein ganz neues Mario-Spiel. Super Mario 64 2 vielleicht. Aber ja, ich finde, das wäre eine coole Sache, wenn sie Galaxy 3 machen. Ich hoffe, ihr seht das auch so. Ja, dann habe ich hier ein Spiel, wo ich auch so gut wie fast noch nie was dazu gesagt habe. Nämlich Baldur's Gate Dark Alliance 2 für die PlayStation 2. Ich frage mich bis heute, warum es kein Baldur's Gate Dark Alliance 3 für die PS3 gibt. Warum? Ich muss sagen, Baldur's Gate Dark Alliance 1 und 2 sind richtig coole Spiele. Beide gab es für die PS2 und es ist für Rollenspielfans, die so auf solche Spiele stehen, man könnte es ein bisschen mit Diablo 1 vielleicht vergleichen, außer dass man jetzt immer wieder in die gleiche Welt geht, sondern einfach hier durchläuft so. Aber so vom Gameplay her, man läuft halt herum, man kann zu zweit spielen, du kannst halt die ganze Zeit Gegner killen, du kannst trainieren, du kannst leveln, du findest so viele Objekte, du kannst sie verkaufen, du kannst Edelsteine in deine Sachen einbauen, sie immer wieder verbessern, die Bosse bringen auch neue Gegenstände, du findest Kisten und Levels und so weiter. Ja, ein richtig cooles Rollenspiel eigentlich so, weil man halt auch gerne zu zweit spielt oder auch alleine. Und ja, fand ich absolut toll, die Reihe eigentlich, aber warum gibt es keinen dritten Teil? Das frage ich mich bis heute. Naja, ich hoffe mal, da kommt vielleicht noch was. Man weiß es nicht, aber hoffen wir das Beste. Ich finde diese Spiele cool und hoffe, die machen einen dritten Teil. Wäre super. Ja, so, dann habe ich auch wieder ein Spiel, wo es schon mehr als zwei Teile gibt, wo ich aber trotzdem gerne was Neues sehen würde. Nämlich Breath of Fire. Hier haben wir jetzt Dragon Quarter, das ist der fünfte Teil, der mir jetzt auch gar nicht so gut gefallen hat. Aber ich wünsche mir ehrlich, dass sie mal ein Breath of Fire 6 machen. Soweit ich aber weiß, wird das vielleicht nie passieren, weil wenn ich mich jetzt nicht irre, ist das hier, glaube ich, das Spiel gewesen, welches sie gemacht haben, weil der Breath of Fire Erfinder gestorben ist oder so. Irgendwie jemand, der da ganz wichtig war, der ist, glaube ich, gestorben gewesen und das war so das Andenken an ihn, wo sie das gemacht haben. Und deswegen glaube ich auch, dass kein neuer Teil mehr kommen wird, was aber sehr schade ist, weil, ja, zum Beispiel Breath of Fire 3, absolut geiles Spiel. Es wäre doch mal richtig cool, so ein neues Breath of Fire auf einer richtig geilen HD-Konsole mit Drachenverwandlung und alles. Das wäre doch so richtig hammergeil. Ja, wünsche ich mir auf jeden Fall. Hoffentlich kommt sowas vielleicht mal noch und wird dann auch gut. Aber ja, schauen wir mal. So viel dann mal zu Breath of Fire.
Ja, dann habe ich hier eine Spieleserie, die ich jetzt einfach nicht weglassen konnte, sie mal zu erwähnen. Wer wünscht es sich nicht auch? Kingdom Hearts 3. Ja, Kingdom Hearts 3 wünsche ich mir schon so verdammt lange. Es gibt zwar diese ganzen Nebenteile hier und so, aber ich will endlich Kingdom Hearts 3 haben. Ich weiß noch damals, bevor die PS3 rausgekommen ist, das ist ja schon eine Weile her, da habe ich mir noch gesagt, egal was zuerst kommt, Final Fantasy 13 oder Kingdom Hearts 3, dann spätestens habe ich die PS3. Ja, was ist passiert? FF13 kam, FF13 2 ist auch gekommen, FF13 3 kommt auch, Kingdom Hearts 3, keine Spur in Sicht. Ja, leider, leider. Ich finde nämlich die Kingdom Hearts 3 so toll und ich wünsche mir auf jeden Fall einen dritten Teil, der hoffentlich jetzt auch endlich mal bald kommen wird. Und ja, muss ich nur mal erwähnt haben. Kingdom Hearts 3, bitte sei bald in greifbarer Nähe. So, dann habe ich hier noch ein Spiel, wo ich so gut wie nie ein Wort drüber verloren habe. Nämlich Legaia 2 Dual Saga. Ja, wie gesagt, das ist Legaia 2. Teil 1 gab es damals für PlayStation 1. Und ja, ich finde es auch schade, dass es nie ein Legaia 3 gab. Ich frage mich auch wieder, warum. Hat sich das schlecht verkauft? Ich weiß es nicht. Hierzu muss ich sagen, warum ich das Spiel sehr mag, ist das Kampfsystem. Weil das was ist, was es, glaube ich, in keinem anderen Spiel gibt. Man muss nämlich im Kampf, ist das halt so abwechselnd, jeder sucht halt immer aus, welche Angriffe er macht. Und du kannst dann immer entscheiden, ob du nach oben, unten, links oder rechts schlägst. Und du hast zum Beispiel am Anfang jetzt vier Felder frei, sage ich mal. Und dann kannst du halt entweder oben, 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 oben oder oben, unten, links, rechts oder wie auch immer. Und dann haut er halt auch so. Und je nachdem, wenn du eine bestimmte Kombination machst, die du halt herausfinden musst, durch irgendwas anderes, kannst du Spezialattacken dann machen, die halt auch immer deine Punkte da verbrauchen. Und wenn du normalen greifst, kriegst du sie wieder dazu. Also musst du halt ein bisschen überlegen, wie du deine Kombination da am besten erstellst. Und da gibt es auch richtig coole Angriffe, wo der Charakter dann so richtig schreit und alles explodiert und so weiter. Und ja, ich finde sowas immer richtig cool. Und ich finde das Kampfsystem einfach geil und ich wünsche mir ein Legaia 3. Wäre absolut cool, würde ich mir holen. Und hoffentlich wird sowas eines Tages vielleicht mal kommen. Ja, so viel dann auch dazu. Dann habe ich hier wieder eine Serie, wo es schon mehr Teile gibt, nämlich Onimusha. Ja, das ist jetzt der vierte Teil, der so ein bisschen inoffizielle vierte Teil, weil er halt ein bisschen sehr anders war. Ich wünsche mir einen fünften Teil. Ich wüsste zwar jetzt nicht wegen der Story oder sonst sowas, was man da noch machen kann, keine Ahnung. Aber ja, ich finde die Onimusha-Reihe sehr, sehr gut. Den ersten Teil, der ist absolut toll. Der ist auch noch so ein bisschen auf Horror gemacht, fand ich. Also, das ist der Teil, vor dem ich am meisten Angst habe, wenn man das Angst nennen könnte. Ja, finde ich aber absolut toll, die Spiele. Teil 2 fand ich dann nicht ganz so toll, aber auch gut. Teil 3 fand ich richtig gut und den hier finde ich sogar auch sehr gut. Also den habe ich auch sehr, sehr viel gespielt und auch viel da meine Rüstung gelevelt und so weiter. Ja, ich finde nämlich das System so cool. Das mit alten Japan, die Steuerung und so weiter fand ich sowieso cool. Die Gegner finde ich cool. Ich fand das auch sehr cool mit dem wäre perfekt ab, rechtzeitig drücken, dann angreifen und der Gegner ist sofort tot und gibt dir noch mehr Seelen. Das habe ich so gerne gemacht. Also ich habe mich da versucht zu perfektionieren und habe das fast nur noch eingesetzt damals. Sau cool. Habe ich sau, sau gerne gemacht. Und ja, ich weiß nicht. Ich hoffe, da kommt noch mal was Neues. Wäre sau cool. Ich finde die Onimusha-Reihe absolut top und ja, so viel dazu. Und dann habe ich hier noch ein einziges Spiel. Das wäre folgendes. Rouge Galaxy. Ja, Rouge Galaxy. Was sage ich dazu? Das war übrigens ein ziemlicher Überraschungshit für mich. Es kam nämlich raus und ich wusste nicht so wirklich was davon und was es überhaupt ist. Keine Ahnung, ein Rollenspiel, aha, weiß ich nicht. Habe ich nicht gespielt. So, dann hatte sich aber ein Freund von mir gekauft gehabt und hatte mir das geliehen. Und weil er meinte, glaube ich, dass es sehr gut war und wollte mir das unbedingt leihen oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich es mir dann ausgeliehen und gespielt. Und oh mein Gott, habe ich mich dann sofort in dieses Spiel verliebt. Das war so geil, so toll. Es war sogar so toll, dass ich gleich in den Laden gegangen bin, ein paar Tage später, und habe es mir selber gekauft, um ihm seins wiederzugeben. So sehr hat mich das überrascht. Ja, es war ein absolut tolles Rollenspiel. Es ist absolut cool. Es hat auch eine lange Spielzeit. Ich fand auch das System, glaube ich, ganz gut mit den Waffen leveln oder so oder weiterentwickeln. Irgendwie gab es ja sowas. Fand ich sehr cool, habe ich sau gerne gemacht, sau viel gelevelt, sau viel gespielt. Oh Gott, ich fand das Spiel so toll. Oh ja. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht mal irgendeinen zweiten Teil gibt oder sonst sowas. Keine Ahnung. Aber es wäre toll, weil ich fand dieses Spiel absolut genial und ja, bin großer Fan davon.
Ja, das war dann auch schon so mein kleines Video dazu, wo ich euch ein paar Spiele zeige, wo ich mir eine Fortsetzung wünsche. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich muss ja jetzt, glaube ich, auch noch jemanden taggen oder so. Weiß ich gar nicht. Ich tag jetzt einfach mal den Master K Official. Ja, ich glaube, du hast noch nie ein Tag-Video gemacht und deswegen tagge ich dich jetzt einfach mal und frag mal, was du gerne für Fortsetzungen von manchen Spielen hättest, wo es vielleicht nicht so viel gibt oder sonst sowas. Ja, so viel dann auch dazu. Wer natürlich möchte, kann trotzdem eine Videoantwort machen, wie ihr wollt. Würde mich natürlich auch mal freuen, eure Spiele zu sehen, die ihr gerne weiter so sehen würdet, Fortsetzungen. Und ja, das war's dann mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe auch Big S, dir hat es gefallen. Lieben Gruß nochmal an dich. Und ja, dann macht's gut. Bis dann. Und das war wieder euer Bender Meister.